Auf ein neues. Hallo und herzlich willkommen hier auf deinem Malerwissen Tide-Kanal, wo es rund um das Maler- und Lackiererhandwerk geht und um persönliche Fragen bzw. auch Fragen, die mich erreichen geht, die ich dann so ehrlich wie möglich beantworte. Und heute geht es um die Frage, ist es wirklich gerechtfertigt, wenn erst das Geld gezahlt wird und dann die Leistung kommt? Also quasi wie eine Vorauszahlung. Ja? Wir gehen der Sache auf den Grund. Viel Spaß nach dem Intro. Ja, heute geht es um eine Frage, die mir persönlich gestellt wurde, die du nicht in den Kommentaren findest. Aber wenn du übrigens deine eigene Frage hast im Bereich Maler- und Lackiererhandwerk, dann schreib es gerne unten in die Kommentare unter den Hashtag Frag den Malermeister zum Beispiel. Und dann weiß ich auch genau, okay, du möchtest vielleicht in dem nächsten Video mal erwähnt werden. Dadurch, dass sie mir persönlich gestellt wurde, kann ich jetzt hier keinen verlinken. Aber ich denke, es ist ein Thema, wo viele nicht ganz wissen, ob es legal ist oder wann es legal ist, wann nicht, wann es gerechtfertigt ist, wann nicht. Und darum geht es in diesem Video. Wann ist es gerechtfertigt und wann nicht, dass eine Vorauszahlung stattfinden kann, darf, muss. Ja. Und darum geht es in diesem Video. Lass uns erstmal mit dieser kleinen Frage anfangen, mit der Geschichte, die mir erzählt wurde, die einer Person gerade widerfährt. Hey, let's go. Stell dir vor, du hast einen Rausriss vor, beziehungsweise jemand anderes hat einen Rausriss vor, richtig altes Haus gekauft. Richtig, richtig schön. Du möchtest das von Grund auf wieder aufbauen. Jetzt brauchst du aber jemanden, weil du schon ein bisschen älter bist. Du möchtest das vielleicht auch nicht selber machen, der dir das Ganze abreißt. Also wirklich alle, den Putz von den Wänden. Erstmal nur der Rausriss. Ja? Erstmal nur quasi Container geschnappt, alles rein, damit Abfahrt. Das ist der Rausriss. Der Rausriss soll zum Beispiel 30.000 Euro kosten. Weil es ist ein großes Haus, kommen eine Menge Leute zusammen. Dauert eine Menge Zeit. Darum geht es jetzt erstmal. Rausriss, 30.000 Euro Auftrag. Jetzt sagt die Firma, wir bräuchten mal 30% im Voraus als Zahlung, ja, für unsere Leistung. Ist so, ja? Wir brauchen 30% Vorauszahlung. Jetzt kannst du dir sagen, ja, okay, nehme ich an, ich zahle die 30% im Voraus, das sind 9.000 Euro, obwohl ihr noch keinen Handschlag gemacht habt. Ich hoffe, ihr legt dann mal bald los. Oder du sagst, halt, stopp! Auf keinen Fall. Ich zahle doch nicht 30% vom Gesamtauftrag, ja, für eine Leistung, die ihr noch nicht erbracht habt, wo ich nicht weiß, wann fangt die überhaupt an? Fangt die überhaupt an? Oder benutzt ihr das Geld einfach nur, um die letzte Baustelle, bei der ihr jetzt gerade noch seid, um das irgendwie kostendeckend zu machen? Und auf diese Masche darfst du nicht reinfallen. Ja, auf diese Masche darfst du einfach nicht reinfallen, weil das ist so eine Kette von Baustellen, die einfach schiefgelaufen sind, weil derjenige, der diese Aufträge plant und so, die sich einfach nicht auskennt, immer wieder verkalkuliert oder so und dann immer wieder den nächsten Auftrag mit Vorauszahlung, ja, dann hat er schon mal Geld für seine Baustelle, die gerade mies läuft, um das einfach auszugleichen. Und da bitte nicht drauf reinfallen, vor allen Dingen nicht, wenn es nur um eine Leistung geht. Lehne also dementsprechend das Angebot ab. Hier ein paar Dinge, warum es keinen Sinn macht, auf solche Sachen einzugehen in Sachen Vorauszahlung für etwas, was noch gar nicht getan wurde. Du möchtest doch keine Sachen belohnen, beziehungsweise möchtest doch keine Leistung belohnen, die noch nicht gemacht wurde. Eine Belohnung, beziehungsweise der Geldfluss, ja, dieser Energieaustausch von körperlicher Arbeit zu Geld, also dass das ausgetauscht wird, sozusagen, das entsteht erst, wenn es gemacht wurde. Also eine Rechnung wird ja erst gestellt, wenn schon Arbeit erledigt wurde, wie zum Beispiel eine Abschlagszahlung. Ja? Du hast schon 2 Wochen auf der Baustelle gearbeitet, es ist schon eine Menge Blut, Schweiß und Tränen geflossen. Ja? Und jetzt möchtest du aber auch sozusagen den Ausgleich dafür, du möchtest schon etwas Geld in Rechnung setzen, also deine Leistung in Rechnung setzen, damit du Geld bekommst. So, das ist völlig legitim und das ist auch machbar. Aber nicht, wenn kein Material vorhanden ist, ja, was zu bezahlen gilt, beziehungsweise kein hochwertiges Material, ja, wo du unbedingt Geld brauchst, um dieses Material zu bezahlen schon mal, damit das schon mal ankommt, sondern nur eine Leistung, ein Rausriss zum Beispiel, ja, zu bezahlen ist. Und wenn diese Leistung nicht gemacht wurde, brauchst du sie auch nicht im Voraus belohnen. Macht überhaupt gar keinen Sinn, oder? An dieser Stelle ist mir noch ein ganz witziger Vergleich eingefallen, und zwar eine Frage für dich. Würdest du dein Kind im Vorfeld dafür belohnen oder loben, obwohl es noch nicht den Geschirrspüler ausgeräumt hat? Selbst wenn du es jetzt lobst, was denkst du, wird danach passieren mit dem Geschirrspüler? Ja. Ja? War toll? Doch ab wann macht es jetzt Sinn,
eine solche Vorauszahlung in Betracht zu ziehen. Punkt Nummer 1, wenn das Material hochwertig ist, also zum Beispiel ein Venezianospachtel wird verarbeitet, ein Marmorino wird verarbeitet, irgendwas, was einen großen Teil der Auftragssumme ausmacht, dann ist es gerechtfertigt, dieses Material zum Beispiel schon mal in Rechnung zu stellen, schon mal zu bezahlen, schon mal zu holen. Und Punkt Nummer 2, vielleicht auch, weil das Material jetzt besorgt werden muss. Weil zum Beispiel du brauchst Holz oder du brauchst Blech, Metall. Ja, das, was jetzt gerade zum Beispiel eine hohe Nachfrage hat. Also es wird viel gebraucht, weil viele Häuser zum Beispiel gebaut werden. Und es ist wenig Rohstoff da, beziehungsweise wenig, was jetzt gerade zur Verfügung steht, zum Kauf. Dementsprechend, und das bestimmt immer den Preis, Angebot und Nachfrage. Ja, wenn das Angebot niedrig ist, wenn es wenig Holz gibt und die Nachfrage aber über Holz und über Holzlattung zum Beispiel hoch ist, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass Holz sehr, sehr teuer ist, beziehungsweise immer teurer, immer hochwertiger wird, wenn man so möchte. Und jetzt gerade ist es zum Beispiel auch so, dass eine Holzlatte echt viel im Vergleich zu von vor ein paar Monaten bis hin von vor ein Jahr kostet. Und deswegen muss es jetzt bezahlt werden, weil du brauchst es vielleicht in 2 Monaten. Und in 2 Monaten kann so viel passieren, dass zum Beispiel kein weiteres Holz nachkommt, dass es noch weniger Holz gibt und das Holz in der Nachfrage noch weiter steigt und im Angebot sinkt und dadurch der Preis immer weiter steigt. Du weißt jetzt also, warum es keinen Sinn macht, so eine Vorauszahlung einzugehen, wenn es nur um die reine Leistung geht, die noch nicht erbracht wurde. Und du weißt, wann es Sinn macht, zum Beispiel, wenn hochwertiges Material gefordert ist, was im Auftrag mit drin steckt, was jetzt gebraucht wird, beziehungsweise was jetzt gekauft werden muss zu einem hohen Preis von der Auftragssumme, weil wir es zum Beispiel erst in 2, 3, 4, 5 Monaten brauchen oder weil wir es halt sofort besorgen müssen, weil wir halt übermorgen anfangen. Nein, übermorgen ist zu kurzfristig, aber so zum Beispiel nächste Woche anfangen. Also das ist dann schon sehr knapp kalkuliert. Du musst dein Material so früh wie möglich besorgen, weil die Preise steigen. Steigen und steigen immer weiter. Genug gelabert für heute. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, auch mit dieser Frage. Vielleicht hast du es ja auch nochmal gesehen, der mich gefragt hat. Und ja, hoffe, ihr seid damit zufrieden. Ich wünsche euch noch sehr, sehr viel Erfolg. Folgt mir gern auf diesem YouTube-Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.